Herzlich willkommen im Kreativzentrum an der TU Chemnitz. Unsere Themenschwerpunkte sind die sogenannten MINT-Fächer. Das heißt Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und die Technik. Als Mitarbeiter des Kreativzentrums ist es mir besonders wichtig, spielerisch Einblicke in Themen zu geben, die in der Schule nur recht theoretisch behandelt werden. Dabei möchte ich das Interesse für die MINT-Fächer in den Kindern erwecken, dass sie später eventuell auch einen beruflichen Werdegang in diesem Bereich anstreben. Ganz allgemein möchte ich auch zeigen, was man mit den MINT-Fächern alles anfangen kann und auch bei uns hier an der TU Chemnitz studieren kann. Und jetzt möchte ich euch einen kleinen Einblick geben in unsere Arbeit. Hier seht ihr unser Energierad. Mit diesem Energierad kann man gut zeigen, wie viel Kraft man doch eigentlich benötigt, um elektrische Energie zu erzeugen. Das Prinzip ist genauso wie bei einem Fahrrad. Man tritt in die Pedalen und die Drehbewegung treibt wiederum einen Dynamo an, welcher elektrische Energie erzeugt, welche man wiederum benötigt, um diese Lampe zu betreiben. Ganz schön anstrengend. Und so können die Schüler sich ihrer Theorie auch mal genauer ansehen bzw. auch mal ausprobieren in verschiedenen Exponaten. Unsere Arbeit oder unsere Projekte werden vor allen Dingen in Absprache mit Schulen häufig gestaltet. Schulen kommen mit verschiedenen Themen, die sie in Lehrplan umsetzen müssen oder möchten, zu uns und wir bieten dann ein Exposé an Möglichkeiten, die wir durchführen können. Weiterhin möchten wir auch im Nachmittags-AG-Bereich ausbauen, um auch Schüler anzusprechen, die bisher leider in ihren Schulen keine AGs für sich persönlich gefunden haben, die sie interessieren. Dieses wollen wir natürlich auch sehr praktisch durchführen. Die Theorie wird anhand von Exponaten erlernt. Wir hier am Kreativzentrum haben sehr viele unterschiedliche Experimente. Eins davon ist zum Beispiel unsere Dampfmaschine, die ihr hier sehen könnt. Das Prinzip einer Dampfmaschine ist relativ simpel. Ihr seht hier eine kleine Flamme, die in dem Tank darüber das Wasser erhitzt und zum Kochen bringt. Es entsteht Wasserdampf, welcher wiederum durch die kleinen Schläuche hier in diesen Zylinder einströmt. Dort breitet der Wasserdampf sich aus und schiebt den Kolben nach hinten. Diese Bewegung überträgt sich über ein kleines Getriebe auf dieses Rad, welches anfängt sich zu drehen. Der Wasserdampf in dem Zylinder kühlt sich dann wieder ab und dies ermöglicht wiederum den Kolben, sich wieder zurückzubewegen, auch aufgrund des kleinen Schwungrads hier an dieser Seite. Sobald sich der Kolben wieder zurückbewegt hat, strömt wieder Dampf ein, der Kolben bewegt sich wieder in die andere Richtung und so weiter und so fort. Das nächste Experiment, welches ich euch zeigen möchte, ist unser Flaschenzug. Der Flaschenzug ist eine mechanische Vorrichtung zum Heben von schweren Lasten. Das Grundelement eines Flaschenzugs sind diese Rollen, die ihr hier oben sehen könnt. Das Gewicht, welches ich anheben möchte, teilt sich dabei durch die Anzahl der Rollen. Das Problem ist die goldene Regel der Mechanik. Das heißt, was man an Kraft spart, muss man an Weg zulegen. Das bedeutet, wenn ich mich 20 cm in die Luft heben möchte, so muss ich über einen Meter an diesem Seil ziehen. Ihr wollt auch solche Experimente bei uns im Kreativzentrum machen? Besucht uns doch! Oder besucht unsere Homepage unter www.tu-chemnitz.de/kreativzentrum.